Wenn vermutet wird, dass Radioaktivität ausgetreten ist, kann es notwendig werden, eine Probe zu nehmen. Ein Probenahmeteam, ausgerüstet mit den erforderlichen Messgeräten, erkundet den Schadensort. Ein Kontaminationsnachweisgerät dient dem Nachweis von Alpha- und Beta-Strahlung an Personen, Geräten und Gegenständen. Ein Dosisleistungsmesser detektiert Gammastrahlung. Auf den jeweiligen Messbereich ist zu achten. Nachdem mit Hilfe der Messgeräte der Ort der Kontamination lokalisiert wurde, wird eine Lagemeldung über Funk an den Einsatzabschnittsleiter im Weißbereich übermittelt. Kontamination feststellbar. Wir machen Wischprobenahme, richten Sie 3 Wischproben. Verstanden? Dieser entscheidet anhand der Informationen, ob und welche Proben zu nehmen sind. In diesem Fall sollen Wischproben nach RN02 genommen werden. Das benötigte Probenmaterial, hier Pergamenttaschen und Zellulosefilter, werden im Weißbereich zusammengestellt, nummeriert und mit Hilfe einer geeigneten Tragetasche an der Absperrgrenze dem Probenahmeteam übergeben. Der Probenehmer bereitet die Materialien für die Probenahme vor. Die Dekonverpackung, die Pergamenttaschen und die Zellulosefilter werden bereitgelegt. Für die erste Wischprobe wird der mit einer 1 markierte Filter und eine Pergamenttasche genommen. Die ausgewählte Probenfläche, ca. 100 Quadratzentimeter, wird nun mit leichtem Druck meanderförmig abgewischt. Der Wischtest wird dann in eine Pergamenttasche gesteckt, die hier als Primärverpackung dient. Diese wird durch Umfalten der Öffnung verschlossen. Die fertige Probe wird gesammelt abgelegt und das Material für die zweite Wischprobe genommen. Bei unserem Beispiel hier vom Abschirmbehälter. Auch diese Probe wird in eine separate Pergamenttasche gepackt. Die Wischprobe wird mit der nummerierten Seite des Filters trocken genommen. Nach Abschluss der Wischprobennahme wird das äußere kontaminierte Handschuhpaar ausgezogen. Nun werden die 3 Pergamentbeutel mit den Wischproben in die Dekonverpackung gegeben. Diese wird mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. So, dreh mich rum. An der Beuteloberfläche wird die Ortsdosisleistung bestimmt. Alle relevanten Daten werden auf dem Probenbegleitschein notiert. Das Probennahmeteam bringt den Probenbegleitschein mit der Dekonverpackung zur Absperrgrenze. Dort wird beides in eine saubere Sekundärverpackung gegeben. Diese wird verschlossen und an einer definierten Stelle im Weißbereich abgelegt. An der Absperrgrenze wird die Sekundärverpackung mittels Wischtest auf Kontaminationsfreiheit geprüft. Dazu wird ein weiterer Zellulosefilter benötigt. Die Sekundärverpackung wird vor allem im Bereich der Öffnung abgewischt. Mit dem Kontaminationsnachweisgerät wird der Wischtest auf Kontamination geprüft. Es wird zudem die Ortsdosisleistung an der Beuteloberfläche bestimmt.
Die gemessenen Werte werden auf der Sekundärverpackung vermerkt und die Feststellung einer Kontaminationsfreiheit an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem Beutel notiert. Ist die Sekundärverpackung kontaminationsfrei, kann die Probe in ein Fachlabor für weitere Untersuchungen transportiert werden.